Hallo liebe YouTuber, ich war gerade bei der Post und zu eurer Frage, ob es weitergeht mit Videos, auch ohne den Laden und auch in anderen Räumlichkeiten, ja, es geht weiter. Es gibt eine ganz eindeutige Antwort und es gibt heute wieder ein wunderschönes Pfingstrosen-Video und ich würde sagen, bleibt mal dran, weil nach der Intro erzähle ich euch noch viel mehr zu dem Inhalt und was wir vorhaben. Ich habe jetzt noch mal eine ganz wichtige Nachricht an alle Besteller. Also, ich habe jetzt geguckt, dass ich ganz schnell die Videos rausbringe und bin hier gerade unterwegs mit diesen traumhaften Blüten. Und es ist am Sonntag, heute haben wir den 24. Mai, am Sonntag, den 26. ist die letzte Möglichkeit zu bestellen. Und da macht dann um 18 Uhr der Webshop zu. Und dann könnt ihr diese traumhaften Blüten, oh Wahnsinn, Moment, kriege ich die Kamera drauf. Dann könnt ihr diese traumhaften Blüten noch als Pflanze im Herbst bestellen bei der Familie Sauer. Da werden nämlich dann die Pflanzen verschickt. Und ansonsten gibt es die traumhaften Pfingstrosen nächstes Jahr wieder. Und Montag ist deswegen auch der letzte Tag, weil die sollen nicht am Donnerstag in der Post liegen bleiben, damit die alle rechtzeitig bei euch ankommen. Also beeilt euch auch an alle Floristen. Und auch für die Floristen gibt es übrigens im B2B-Shop den Rabattcode Margit. Ich weiß nicht, ob ihr das wusstet, aber husch, husch, geht's noch ran an die tollen Blüten. Und dann ist diese wunderschöne Schnittjahreszeit auch schon wieder beendet. Oh, schade. Aber jetzt gehen wir erstmal zum Video, ihr Lieben. Also erstmal ein ganz, ganz, ganz dickes, herzliches Dankeschön an Don Peoni. Und ich habe so schöne Sorten bekommen. Auch Sorten, die ich tatsächlich, Bridal Gown, die ich auch noch gar nicht kenne. Dr. Bretour, wow, was für ein schöner Name. Reinhard Horst. Erinnert ja fast schon an Hortensien. Dann haben wir hier auch nochmal Dr. Bretour. Die tue ich mal hier dazu. Eine schöne weiße Sorte. Die Sarah Bernhardt, die ist ein Klassiker. Und wer die kennt, also wunderschön diese rosa Blüten mit diesen pinkfarbenen Anschlüssen. Belgravia, wow, die haben schon so ein Gewicht, weil die Köpfe. Man kann jetzt schon an den Köpfen erahnen, was da rauskommt, was für tolle Blüten. Und es hat auch einen Grund, warum. Hier ist also so ein schönes Rosa, das ist die Jacoma. Und der Grund, warum die mit diesem Schutz kommen, dieses Schutzhäubchen, das ist, dass die auch wenn es ein bisschen warm ist, dass sich die Blüten nicht auf dem Postweg öffnen. Also ihr könnt hier per Post bei Don Peoni, könnt ihr mit Fanrabatt, Rabattcode Margit, 5% Fanrabatt, könnt ihr auch eure Pfingstrosen bestellen. Das ist Brother Chuck, Chuck, C-H-U-C-K, witzig. Ja, könnt ihr auch eure Pfingstrosen bestellen und die kommen dann auf dem Postweg zu euch. Und ich muss ja auch immer wieder hervorheben, diese tolle Pflanzenqualität, diese tollen, dicken Stiele, die ich eigentlich von anderen Pfingstrosenanbietern so wirklich noch nicht hatte. Und auch, wenn man mal die Länge betrachtet, many happy returns. Schön.
toller Name. Ich liebe diese roten Sorten. Und wenn man auch mal guckt, wie lang die sind, ja, wenn ich die jetzt so neben mich halte, das ist also eine richtig stolze Länge. Und ich bin jetzt erstmal beschäftigt damit, diese tollen Pfingstrosen anzuschneiden. Das heißt, ich öffne die jetzt alle, mache auch natürlich diese Haube ab. Ja, und die waren jetzt Minimum 2 bis 3 Tage im Paket. Das Laub schützt natürlich die Pflanze und es kann auch mal vorkommen, dass das Laub ein bisschen weich ist, ein bisschen hängt. Aber tatsächlich trotz des Transportwegs ist es immer noch super knackig. Das ist sehr, sehr schön. Ich öffne also diese Gummis, nehme ein scharfes Messer und mache erstmal viel Laub ab. Wenn das Laub nicht so schön ist, dann kann ich es wegschmeißen. Wenn es schön ist, dann könnt ihr das auch. Also man kann ruhig mal 2 Drittel Laub abmachen und dann mache ich auch noch das Häubchen ab. Und man sieht also auch schon, das ist ein Qualitätsmerkmal, dass die im richtigen Zeitpunkt geschnitten sind. Wenn die hier schon weich sind und wenn die Blätter gerade so anfangen abzuheben, das ist also der optimale Zeitpunkt. Ich habe hier Vasen vorbereitet, habe also viel Wasser in die Vasen, Hochwasser rein und ich glaube, das ist jetzt habe ich erstmal zu tun, weil die müssen jetzt erstmal perfekt versorgt werden. Und ja, ich freue mich total auf diese edlen, tollen Blüten. Und wenn ich diese Träumchen alle vor mir habe, ich habe auch schöne Gräser gesammelt, dann geht's weiter, weil dann kommen wir zu der Arbeit des Tages. Also, ihr Lieben, es geht gleich weiter, wenn ich hier fertig bin. Also die Pfingstrosen sind jetzt alle angeschnitten. Ich bade in Pfingstrosen, es ist ein Meer.
So, und habe auch bei allen, hier sieht man jetzt noch die letzte, habe diese schönen Stülper abgemacht. Und das war ja auch gut, dass die auf dem Transportweg drauf waren. Das war super. Und ich habe dann beschlossen, ich glaube, so meine erste Idee ist tatsächlich einfach, dass ich die nehme und in die Vase stelle. Und was ich ja immer gern mache, ist der Aludraht. Ja, den liebe ich heiß und innig. Ich nehme Aludraht, den gibt es also hier so auf der Rolle zu kaufen, 2 mm. Da mache ich euch nochmal den Bestelllink rein. Und sind ganz viele von euch, waren bei mir im Laden und haben Blumen gekauft und haben auch Aludraht mitgenommen. Und dann sage ich einfach immer so ein schönes, so ein Knäuel machen, ein bisschen wild verwursteln. Und dieses Knäuel kann man eigentlich dann hier schon auf diese Vase einfach nur draufsetzen. Und wenn ich jetzt hier schöne Pfingstrosen habe, egal welche, ist natürlich sehr dekorativ, wenn die offen sind. Das ist natürlich am allerschönsten, das ist ganz toll. Und wenn die natürlich jetzt auch noch so ein schönes Laub haben, trotz dass die jetzt 3 Tage im Paket waren, das ist echt der absolute Hammer. Und da kann ich jetzt die Pfingstrosen wunderschön platzieren. Ich bin totaler Fan von Aludraht. Und so, die wollen jetzt in die andere Richtung, dann machen wir das auch. Das ist überhaupt kein Problem. Und wenn ich jetzt mal bei den pinkfarbenen Sorten bleibe, wobei natürlich auch so ein schönes Wechselspiel mit Pink und Weiß toll ist. Es gibt hier immer Stellen, wo die Blätter abgemacht wurden. Das sind so kleine, ja, so kleine Unebenheiten. Wenn ihr die abmacht und flach macht, dann kriegt ihr die natürlich, die Pfingstrosen, besser zwischen den Aludraht. Ganz wichtig, viel Wasser in die Vase, ist ganz, ganz, ganz wichtig, auf jeden Fall. Und ja, man sieht, die Stiele sind etwas gedreht, ja. Und dann kann man das auch mischen zwischen Rot und Weiß. Und dann war ich auch noch ein bisschen unterwegs in Wald und Feld und habe auch noch Gräser geschnitten. Und die kann man dann ja auch so einstellen in diesem Draht. Also da sind ja der Fantasie keine Grenzen gesetzt tatsächlich. Und da lässt sich dann so richtig schön, lassen sich diese Pfingstrosen dann arrangieren. Und der Aludraht, der lässt sich immer wieder verwenden. Der ist, der rostet nicht. Und dann kann man sich natürlich seinen Pfingstrosentraum, ich traue mich nur nicht an der Vase einfach so zu ziehen, weil ich habe nämlich Angst, dass die bei dem Riesengewicht hier, dass mir die Vasen umfallen. Und dann kann man natürlich auch noch so die Mischung aus Rot und Weiß machen. Und ich finde jetzt zum Beispiel so 5 Stück oder 10 Stück sind wunderbar. Und es lässt sich auch beliebig noch Glanzmispel dazwischen einstellen. Alles Grün, das ausgereift ist, lässt sich sehr schön einstellen. Und die Gräser, ja, die müssen jetzt ein bisschen kürzer. Die sind zu lang hier bei mir. Ja, und die kann ich auch sehr schön einzeln einstellen. Und ich würde sagen, dieser Aludraht ist eigentlich auch noch ein sehr dekoratives Element. Und wenn ihr an der Vase noch ein bisschen mehr Deko haben wollt, dann könnt ihr auch genauso. Ich habe jetzt zum Beispiel von den Pfingstrosen das Grün genommen. Also wenn das ins Wasser kommt, ja, das ist ganz wichtig, dann könnt ihr auch noch das Grün, das ist schön, das finde ich auch ganz toll, dann könnt ihr das Grün noch extra dekorieren oder arrangieren in der Vase. Es ist allerdings besser, ihr denkt jetzt, vielleicht könnte ich das ja gleich an der Pfingstrose lassen, wenn es ihr jetzt dazu kommt. Aber dadurch, dass die Pfingstrose der Stiel nicht auch noch das Grün ernähren muss, halten die Pfingstrosen besser. Und so, wenn man dann so eine schöne große Vase hat, nimmt man ein bisschen weg von den anderen, weil ich finde, die haben hier zu viel Konkurrenz. Und wenn man das sich so arrangiert und wenn man das jetzt mal isoliert von den vielen schönen anderen betrachtet, das ist doch schon ein echter Hingucker. Ja, und das war schon meine kleine Deko-Idee. Einfach nur mit Aludraht in der Vase gestalten. Viel Spaß beim Nachmachen und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Bestellen bei Don Peroni. Tschüss!